schulisch und beruflicher Werdegang ziemlich klassisch. Also von der Grundschule, dann Gymnasium gewechselt, dann das Abitur gemacht. Ja, durchschnittlicher Abschluss, war nie ein richtig guter Schüler, war aber nie richtig schlecht, weil Schule war jetzt die Priorität 1 bei mir. Da war der Sport und die KJG auch oben in der Prioritätsliste. Und habe dann entschieden nach dem Abitur und nach dem Zivildienst dann Lehramt zu studieren. Ja, habe das auch bisher noch nicht bereut. Habe dann studiert und studiert. Nach 11 Semestern habe ich dann endlich meinen Abschluss gefunden, das Staatsexamen. Ja, das Referendariat dann erfolgreich abgeschlossen und bin jetzt erfolgreich Lehrer. Also ich bin in der 10. Klasse im Karl-Bosch-Gymnasium, habe aber vor, nach der 10. Klasse dann auf die Fachschule für Sozialassistenz in Speyer zu wechseln und dort dann erst eine Ausbildung und dann Fachabitur zu machen und dann Sozialpädagogik zu studieren. Also ich habe die Grundschule gemacht, ganz normal, bin danach auf die Realschule Grundstadt gegangen, habe dann noch auf die IGS Eggenbach-Eisenborn gewechselt, um da mein Abitur zu machen. Zurzeit mache ich ein freiwilliges soziales Jahr in der Kindertagesstätte St. Ludwig, Trägerschaft vom BDKJ. Ab 1.8. dieses Jahr fange ich an mit einer Lehre zum Bankkaufmann.